Ja, für diejenigen von Yo, die jetzt unsere Homepage auch länger verfolgt, habe ich mir gedacht, ich stelle die neue Homepage immer vor. Wenn man sich an das Ole erinnert, dann muss man sich in den neuen Sorgen manchmal erst zurechtfinden. Also wie habt das Baum so morgt, da wir nur aktuell in dem baubarsten Feld, was ich jetzt hier mal wiese, so drei mit vier aktuelle Themen habe, die wie nur Affentor wechseln dort, die schön also etwas länger inne blieben, weil wir die Ansicht sind, das ist doch wichtig und dann kann man dann alle paar Bergen nochmal was Neues drin setzen, das habe ich in das Baumfeld market und wenn wir dann wieder runter geht, dann habe ich die Standardsorgen aktuell, die wechselt in der Regel so alle zwei, drei Werken, manchmal sind in der Werke auch zwei neue Themen oben, da sind wir eigentlich relativ aktuell und versorgt immer so den wichtigsten Bereich, der für uns interessant ist, beziehungsweise der für unsere Kunden sicherlich auch interessant ist, aufzudecken und dort zu stellen. Wenn man sich dann ein so ein Thema ausgesucht hat, in diesem Falle Fertigung Lobt für die neuen Lochplatte, dann kann man sich die Videos ankicken, die lupet jetzt auf YouTube und auch Bilder, wenn Bilder achterlecht sind, kann man sich das natürlich auch ankicken. Und hätte die Möglichkeit, sich das Thema hier intensiv anzuschauen. Ne? Ich denke, das wird ganz ordentlich gut. Kann man sich wohl ankicken. Ich habe dann auch just festgestellt in diesem Video, dass da noch ein Fehler auf der Homepage ist, aber das würden wir immer wieder wohl noch ändern. Das ist glücklich nicht so gold, wenn das Video dann auch über die Bilder ist. Ich denke, das kriege ich wohl noch hin, damit wir noch ein Bettchen dann arbeiten. Ja, wenn man dann Trügels guide, kann man das als nächsten Punkt wie uns dann sehen, wenn man noch Baum hängt, wie so einen Bereich aufbaut, den nennt sich Mediathek. In dieser Mediathek kann man dann im Prinzip alles finden, was an Bilders und so wieder ist. Und wenn man Baum auf das HDT klicken da, kommt man immer wohl auf die Startseite Trügels. Also Produkte, Stallplanung, Referenzen, Service und Unternehmen, wie Baum aufbaut. Mediathek ist Nate. Da habe ich jetzt alles, was an Videos und als Bilder quasi wie uns über Homepage hinterlegt ist, kann man sich dort direkt umsäugen, kann sich die Bereiche umsäugen, ich sage in diesem Falle jetzt hier Zuluft, kann dort rupklicken, dauert dann natürlich ein bisschen länger wie uns in Default, wir haben den Default noch nicht so das schnellste DSL, dann habe ich dann unter Zuluft in diesem Falle jetzt Bilder, da kann ich mir die Bilder ankicken und kann die Bilder mir über die Buttons dann größer machen, wenn ich jetzt hier ein so ein Bild nehme, kann man sehen, dass der dann in so ein Vorschaubild bringen da und dann kann ich das hier durchklicken und kann mir die einzelnen Bilder schön sauber und ordentlich ankicken. Hier so ein Falkenstall mit Zwischendecke, dann kann ich auch wieder gehen, dann kann ich kicken, was da sonst für Themen sind, kann das Ganze rup und runter scrollen, kann mir die einzelnen Bereiche ankicken und habe dann die Möglichkeit, mir ob diese Mediathek im Prinzip von den verschiedenen Themen hier mit diesem Bereich rumzusäugen, die mich interessieren da. Dann kann ich wohl der Baum auf die Buttons gehen, kann mich ankicken, weil der Baum noch wichtig ist. Wenn ich sage, ich will jetzt auf die Startseiten drücken, so wie jetzt, dann drücke ich einmal auf das HDT und dann gehe ich jedes Mal in das Startfenster und fange dann automatisch mit aktuell an. Wenn ich jetzt auf Produkte gehe, dann kann ich mir die Produkte wohl die Bereiche aussuchen, die mich interessieren dauert. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Beispiele nehme von der Zuluft oder Abluft, rückklicken, dann sehe ich hier wohl Unterreiter und kann dort in diesem Bereich mir das Thema suchen, was ich sehen will. In diesem Fall habe ich jetzt hier die Seitenteile und die Profile. Kann da dann runter scrollen. Ganz unten sehe ich jetzt auch Themen, die zur Zuluft gehört. Wenn also irgendetwas als Themenkatalog dort ist, was wie Firma innehaben, zum Beispiel Fehler beim Stallklima, kann ich das oben morgen. Tut natürlich in Default, wie gesagt, wird länger. Und in diesem Fall habe ich jetzt Fehlersuche beim Stallklima. Das ist ein Artikel, den habe ich Heavy Mall für die DLZ schreiben. So, und den habe ich dann dummals mal morgen. Das ist ein paar Jahre her, aber das ist vielleicht mal ganz interessant, sich wohl anzukicken. Ja, so kann man sich dann durchklicken durch die einzelnen Bereiche. Und wenn man jetzt Videos hat, sind da auch Vorschaubilder. So in diesem Falle kann man das sehen, hier zu Luft Videos. Wenn ich auf die Vorschaubilder klicke, dann kommt die Videos dazu, die lupet ja jetzt hier alle bei YouTube und da kann ich die auch direkt sehen. In diesem Falle sind wir hier mal in Holland werden, habt uns die Produktion auf unseren neuen Werktüch für unsere neue Lochplatte ankeken und müssen das dann freigeben, das wäre ganz interessant. Ja, ein wichtiges Thema ist natürlich auch Energie und Umwelt. Energie wird immer dürrer, da habe ich natürlich auch die Möglichkeiten auf unsere Regelung erheblich zu sporen. Es gibt Regelungsmöglichkeiten, zum Beispiel für Fergestelle und Sauenstelle, wo man auch die Heizungssteuerung was sporen kann und natürlich auch wesentliche Energieersparung über unsere Wärmetauscher.
Mittlerweile sind wir doch in der zweiten Generation, lobet also viele Tauscher in ganz Deutschland, mittlerweile auch in Utland, in viele Anlagen und spart erheblich Energie, da kann man bis zu 60-70% Energie reduzieren. Und hier kann man sich das Ganze, wollt ihr auch Videos ankicken, wie gesagt, in Default ist das nicht ganz so flott mit DSL, da dauert das immer etwas länger. Man kann natürlich auch direkt auf YouTube gehen und sich das Ganze dort ankicken. Durch den Einsatz vom Wärmetauscher kriegt man natürlich auch eine wesentlich bessere Luftqualität und die Tag-Nacht-Schwankung wird erheblich reduziert. So, wir sind jetzt auf dem Bereich Stallplanung. Im Bereich Stallplanung kann ich mir natürlich auch Technung ankicken und kann diese Technung auch per Download runterladen. Download, das kommt übrigens ganz ursprünglich aus dem Dütschken, 100 Jahre Trögels, und das habt die Engländer dann wohl irgendwann mal übernommen. Wusste ich auch nicht, habe ich jetzt erfahren. Naja, und hier kann man sehen, wie gesagt, da sind die PDF-Technungen, die kann ich mir dann ankicken oder entsprechend runterladen. Und habe in diesem Falle jetzt mal so einen Ferkelstall in 3D, das ist ein Ferkel- und Maschstall-Kombination. Man kann das hier also im Bild ganz deutlich erkennen. In der Mitte ist so die zentrale Abluftpunkt mit Wärmetauscher. Im vorderen Bereich habe ich die Mastabteile. Und im achteren Bereich, jetzt im Bild sichtbar, sind die Ferkelställe. Dann habe ich, wie gesagt, die zentrale Abluft mit Wärmetauscher. Das rote ist die Abluftkanal mit den Stutzen. Das blaue ist die Zuluftkanal als zentralen Zuluftkanal. Und dort ist der Duckroom dann auch, oder die Stallzugluftfrei. Ja, dann ist der letzte Button, so Last and Least, am Schluss ja wieder nochmal so unser Unternehmen, da kann man sehen, wie wir mal entstorben sind, was wir für Möglichkeiten im Moment haben, Jobs zum Beispiel, wie man neues Hand finden deit, Vertriebspartner, natürlich auch Impressum, was man hier von Dorge alles haben. Also das kann man in diesem Bereich nochmal nachlesen, kann auch sehen, wie wir mal entstorben sind, das sind so ein paar Sitten. Naja, und dann sind wir natürlich auch mit unserer Broschüre, sind wir eine Ecke weitergegangen von dort, die neue Broschüre, die ist jetzt immer aktuell hier zu sehen, man kann dann dort rumklicken und wir haben die Möglichkeit, das Ganze dann im PDF mal im Detail dort zu stellen, dann kann man das natürlich auch mit der Lupe vergrößern, kann sich hier bomben, kann man das umblären, kann dann die einzelnen Seiten sich ankicken und hat die Möglichkeit mit der Lupe sich jetzt einen Bereich umzusorgen, den man größer sehen will, kann das dann ob die linken Seite oder die rechten Seiten jeweils als PDF runterladen. Also man muss nicht einen ganzen Katalog runterladen, wenn man das will, kann man das auch. Man kann das auch Seitenwiese morgen. Dann habe ich natürlich so eine lütke Kleinigkeit und noch so ein Bett gerne als was Besonderes. Man kann das Ganze blurren, kann man hier sehen. Und das Schöne ist, das ist nicht nur von innen möglich. Wenn man Baum abpacken leid, kann man das auch. Das ist, als wenn man in die Zeitung kicken leid. Man hätte also die Möglichkeit, nachher wie so ein Bett gemacht, im Fall Norden, da das nicht so langweilig ist. Also ich denke, wenn man sich das Prospekt ankicken will, dann kann man das hier schon ganz schön morgen, dann bucht man das nicht immer Uto drucken, sondern man kann mal eben im Computer kicken, wenn man das erstmal als Favorit speichert, hätte es doch kein Problem. Dann sind wir natürlich unter Fatzeburg auch, das ist Chlor, von da kann man ja auch mal so ein bisschen aktiv werden. YouTube habe ich als echt, ja, Twitter sind wir auch aktiv. Und wenn man dann mal so wie Fatzeburg reingeht, dann muss man da morgen natürlich ganz Chlor den Button drücken, gefällt mir. Dann muss ich mal eben auf und zu drücken, dann sollte man bei uns auch da die Lühe noch kicken dort, das ist natürlich auch nur eine Bestätigung, also wir versuchen unsere Homepage schon brandaktuell zu machen, dasselbe ist natürlich auch bei Twitter, da sind wir auch inne, kann man da direkt sehen, die aktuellen Sorgen, die ganzen Videos sind natürlich bei YouTube zu sehen und man kann, wenn man alle sehen will, kann man auch sehen, was hier immer hinterlegt ist und kann sich dann das Thema ankicken, also man kann im Prinzip direkt auf YouTube auf HDT gehen und dann hat man eben alle Möglichkeiten, sich das Ganze per Video bei uns anzukicken. Also wir sind doch schon mittlerweile sehr aktuell und versuchen das immer auf dem aktuellen Stand zu holen und dass das auch für Jo interessant ist und sich auch anklicken lässt. Hier habe ich mal so ein Video, wie eine Kühlung ist, eine Stallvernebelung in Abteil, kann man das mal ganz schön sehen, wie sich die Schwiene doch verholt. Hier ist das Ganze in Zentralgang, also man hätte schon Möglichkeiten, sich bei uns aktuell zu informieren. Das Ganze ist natürlich auch mit Ton und nur durch die Erklärung, die ich jetzt hier mag, ist das Ganze natürlich überblendet und man kann das nicht hören. Also wir haben natürlich auch neben den visuellen Informationen, akustische Informationen in unsere Videos inne. So, jetzt sind wir fast durch mit das ganze neue Video und die Informationen über unsere neue Homepage. Wenn jemand noch so Anregungen hätte und sagt, Mensch, das wäre vielleicht noch ganz interessant, was man noch auf die Homepage bringen kann, dann schalte ich dich doch ruhig mal melden bei uns.
per Mail oder was, notfalls gerade irgendwann noch ein Fax, übrigens ein Faxgerät habe ich auch noch. Also man kann doch sicherlich kommunizieren und sagen, Mensch, das gefällt mir nicht. Für diejenigen, die sich so im Schwinebereich nicht gut kennt, Schwine, die wird von Dorge nicht quält in Stelle, obwohl das manchmal so rauskommt in die Medien. Die Schwine, die habt das sehr gut, die habt Vorbodenheizung, die habt das schön warm, die schört sich wohlfühlen und wenn die sich wohlfühlt in die Stelle, dann habt ihr auch Leistung, der mag die sich und so ein Landwirt muss von Dorge Geld verdienen mit seinen Schwine, sonst dreht sich das Rad nicht. Das ist also ganz wichtig und das kann man bei uns über Homepage, glaube ich, auch ganz gut sehen, dass die Schwine sich wohlfühlt in die Stelle, weil die alles habt. Wie gesagt, ich danke nochmal für die Aufmerksamkeit und für Tipps und so weiter sind wir immer dankbar. Und tschüss.